Weite Wanderungen, romantische Radtouren, eine Landschaft zum Durchatmen. Das und mehr schätzen viele Touristen am Schwarzwald. Schon vor mehr als 100 Jahren war er eines der beliebtesten Urlaubsgebiete in Deutschland. Vor allem der nördliche Schwarzwald hat zu Beginn des letzten Jahrhunderts einen regelrechten Tourismusboom erlebt. Große Hotels, Kurhäuser entstanden, wie dieses hier, das Kurhaus Hunseck. Einst noch ein beliebtes Ausflugsziel, ist es den Bewohnern der Region jetzt nur noch ein Dorn im Auge. Christine Becker war mittendrin bei Menschen, die mehr als bereit sind, die Überreste einer vergangenen Zeit loszuwerden, entlang der Schwarzwald-Hochstraße. Der Verfall ist nicht mehr aufzuhalten. Das Kurhaus Hunseck war mal ein stolzes Höhenhotel auf knapp 900 Metern im Nordschwarzwald. Doch seit mehr als 20 Jahren steht es leer. Wind, Wetter und Vernachlässigung haben ihm zugesetzt. Es ist jedes Mal schlechter. Letztes Mal war rechts oben noch die Wand, die muss jetzt auch irgendwann mal runtergefallen sein. Ich finde es schrecklich. Das macht wütend. Ja, irgendwo. Deprimierend ist das, wenn man da vorbeifährt. Deprimierend. Ja, da blutet einem schon das Herz. Also gerade wenn man da oben groß wurde, dann tut es nur weh. Also da kann man sich nicht dran gewöhnen. Es gab wechselnde Eigentümer. Richtig gekümmert habe sich seit Jahren keiner, beklagt der Kulturerbeverein. Eigentlich versuchen sie in der Gegend historische Gebäude zu erhalten. Aber in diesem Fall geht aus ihrer Sicht nur noch eins. Dieses Jahr noch den Abriss. Abriss. So ein Scheinfleck, der gehört einfach weg. Ein Extremfall. Aber der Leerstand ist vielerorts auf der Schwarzwald-Hochstraße ein Problem. Das Schlosshotel Bühlerhöhe und das Kurhaus Plättig nicht mehr in Betrieb. Die ehemalige Berghofklinik verlassen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beliebte Touristenroute. Doch irgendwann hieß es Mallorca und Italien statt Schwarzwaldurlaub. Ausländische Investoren, heißt es vor Ort, hätten die alten Hotels gekauft, auf schnellen Gewinn gehofft, ohne viel für den Erhalt zu tun. Seit 25 Jahren ist Jürgen Fetzer Bürgermeister hier und fast genauso lang mit dem Kurhaus Hunseck beschäftigt. Für ihn ist die Ruine vor allem eines. Ein Symbol für die Unfähigkeit des Staates, unseriöse Geschäftsleute, Glücksritter, Hasardeure enteignen zu können. Woran liegt denn das? Warum geht denn das nicht? Es liegt an der Komplexität der Materie. Eigentum ist grundgesetzlich, grundrechtlich geschützt. Man kann nicht so einfach ins Eigentum eingreifen. Trotzdem würde der CDU-Politiker das gerne tun. Er habe, sagt er, versucht, mit den Eigentümern Lösungen zu finden, vergeblich. Diese wollen schriftliche Nachfragen des SWR nicht beantworten. 35 Kilometer weiter südlich, das ehemalige Grand Hotel Waldlust. Seit 20 Jahren kein Betrieb mehr, aber hier geht wieder was. Stuckateur-Azubis auf Hilfseinsatz. Der Eingangsbereich des Jugendstilhotels soll möglichst originalgetreu wiederhergestellt werden. Ist so eine besondere Atmosphäre, jeder geht da so ein bisschen mit Vorsicht dran. Hat so eine große Geschichte, das Haus. Wenn man das wieder alles schön und neu sanieren kann, dass hier wieder Leute rein können, schon, tut einem schon auch so ein kleines Gefühl von Stolz geben. Ein Denkmalverein hat das Gebäude gepachtet, hofft, es auch kaufen zu können. Ehrenamtlich versuchen sie seit Jahren, das alte Hotel zu bewahren. Das ist das Ziel, dieses Haus wieder lebensfähig zu machen und vor allem wieder denkmalgerecht herzustellen. Aber ist es schon gerettet? Ja, gerettet ist es dann, wenn wir sagen mal, das Gesamtkonzept, was wir jetzt vorhaben, finanziell auch umsetzen können. Und das ist eigentlich die größte Hürde, die ja noch vor uns steht. Kulturveranstaltungen, Kunstprojekte, Museum. Eine Nutzung jenseits von Rendite, schon jetzt und künftig noch mehr, hoffen Sie.